Beim Brushen können zahlreiche Fehler auftreten und einige davon, ganz typische Fehler, möchte ich euch einmal hier zeigen, damit ihr diese vermeiden könnt. Zum Beispiel beim Brushen mit so niedrigem Luftdruck würde Folgendes passieren. Es käme ein ganz grobes Farbbild heraus. Das heißt also, hier ist der Luftdruck viel zu niedrig eingestellt. Und er müsste weitaus höher eingestellt werden. Ein typischer Luftdruck liegt bei ungefähr 2 bar. Ein weiterer Fehler beim Brushen, die dann auftreten, sind zum Beispiel Farbkleckse. Die sehen also so aus. Die passieren, wenn man gebrusht hat und führt den Hebel aus der Bewegung nicht zurück. Dann bleibt Farbe zwischen Nadel und Düse und dann beim Aufdrücken auf den Lufthebel entsteht solche Kleckse und die hat man natürlich nachher im Bild und das ist sehr ärgerlich. Das Auftreten dieser Kleckse erkläre ich euch nochmal hier an der Mechanik von der Airbrush-Pistole. Und zwar folgendes, man ist hier am Brushen, hat den Hebel zurückgezogen und lässt ihn einfach hier los. Dann bleibt hier Farbe zwischen der Nadel und der Düse. In dem Moment, wo man das nächste Mal auf den Airbrush draufdrückt, entstehen diese Punkte. Das heißt also, wenn man hier am Brushen ist, muss man den Hebel einfach zurückführen. Also man darf ihn nie loslassen so, sondern man ist hier in dieser zurückgezogene Stellung, weil man brusht und führt ihn dann so zurück. Dann bleibt keine Farbe dazwischen. Und diese Fehler entstehen dann auch nicht. Es entsteht ein schräger Auftreffpunkt anstatt einem gleichmäßigen Kreis. Das sieht dann folgendermaßen aus. Das hängt damit zusammen, eben, dass man die Airbrush-Pistole nicht gerade hält. Also, wenn man einen senkrechten, kreisrunden Auftreffpunkt haben möchte, muss man logischerweise die Airbrush-Pistole senkrecht halten. Ungleichmäßige Linien bekommt man, wenn man zu langsam brusht oder zu zittrig ist. Also hier muss man schnell brushen. Um gleichmäßige Linien zu bekommen. Verlaufende Farbe entsteht, wenn man versucht, mit zu viel Farbe zu schnell zu brushen. Dann gibt es hier solche Verläufe. Wenn die Airbrush-Farbe zu stark verdünnt ist, kann Folgendes passieren. Man brusht und bekommt überhaupt keinen vernünftigen Farbauftrag hin. Man muss also unendlich oft über die gleiche Stelle brushen. Und da besteht auch die Gefahr, dass zu viel Wasser auf den Untergrund kommt und dass das Ganze sich nachher wälzt. Das waren jetzt einige von möglichen Fehlerquellen, die beim Airbrushen auftauchen können. Ich hoffe, dieses kleine Video hilft euch, Fehler zu analysieren, zu finden und auszuschließen. Ich hoffe, dass das Video euch hilft und werde mich über euer Abonnement und euer Like freuen. Bis zum nächsten Video.